Check that out. Hallo YouTube und Lacek, ich bin's Jan. Ja, ich mache heute jetzt wieder einen kleinen Test und Check über den American DJ VivoScan LED. Und ich habe insgesamt 4 Stück davon, bin mit den Dingern eigentlich sehr zufrieden und mache da jetzt mal einen kleinen Test und Check. Die sind auch gar nicht so teuer und ich habe euch wieder mal, wie immer in der Description, einen kleinen Link eingestellt, wo man die Dinger kaufen kann. Und ja, am nächsten Tipp zeige ich erstmal so ein bisschen die Fakten und dann gehen wir gleich erstmal danach näher auf das ganze Gerät ein und ich zeige euch die ganzen Funktionen und halt die ganzen Anschlüsse. Das ist die Detailansicht des American DJ VivoScans LED. Wir haben hier einmal die Linse, die man manuell fokussieren kann. Dann haben wir hier oben drüber den Spiegel für die Pan-Tilt-Bewegung natürlich. Darüber sieht man noch die Motoren, die das ganze Ding, den ganzen Spiegel steuern. Und da oben haben wir noch das Display, wo man die ganzen Einstellungen vornehmen kann und da werde ich dann gleich auch nochmal drauf eingehen. Vorher zeige ich aber nochmal die Anschlüsse. Das sind die Anschlussmöglichkeiten des American DJ VivoScans LED. Wir haben einmal hier oben den Power-Anschluss, um das Ding mit Strom zu versorgen. Dann haben wir hier unser DMX-In und DMX-Output. Und hier haben wir natürlich noch den Anschluss, um den Remote Controller, den UC3 Controller anzuschließen, um die Dinger so zu steuern, per Handsteuerung. Und hier unten haben wir noch das Mikrofon für die Sound-to-Light-Steuerung. Im nächsten Clip zeige ich euch jetzt mal so ein bisschen das Display. Jetzt werde ich das Gerät mal einschalten und dann zeige ich euch mal ein bisschen, was das Gerät macht. So, wir haben hier oben einen Code, der dazu da ist, um das Gerät, der anzeigt, dass das Gerät initialisiert wird. Und hier sehen wir, er springt direkt erst auf DMX-Mode und da aber kein DMX-Kabel angeschlossen ist, springt er direkt auf Master-Slave-Mode. Man sieht es hier oben, dass er als Master eingestellt ist. Und ja, in dem nächsten Clip zeige ich euch mal die Detailansicht des Displays. So, als erstes zeige ich jetzt erstmal, was es da für Funktionen gibt und was da für Lampen dabei sind. Also wir haben einmal hier den Menü-Button, um halt ins Menü zu kommen von dem Gerät. Dann haben wir einen Up-and-Down-Button, um durchs Menü zu scrollen. Und dann natürlich einen Enter-Button, um die entsprechende Auswahl einzugeben und ins nächste Untermenü zu kommen. Dann haben wir noch hier auf der linken Seite eine Master-LED und eine DMX-LED, die anzeigt, in welchem Mode sich das Gerät gerade befindet. Momentan befindet sie sich halt im Master-Mode, weil natürlich kein DMX-Kabel angeschlossen ist und kein gültiges DMX-Signal da ist. Auf der rechten Seite haben wir noch eine Sound-LED, die anzeigt, wie der Pegel bei Sound-to-Light-Steuerung ist. Und darüber haben wir noch eine Slave-LED. Wenn sich mehrere Geräte im Master-Slave-Modus befinden, zeigt diese an, dass das Ding im Slave-Mode läuft. Dann gehen wir mal ins Menü. Als ersten Punkt haben wir die DMX-Adresse. Da kann man natürlich dann die DMX-Adresse des Fixtures einstellen. Als nächsten Punkt haben wir die SLND-Funktion. Da kann man dem Fixture sagen, welche im Master Slave Mode welche Funktion er sein soll, ob er Master Slave 1 oder halt Slave 2 oder Master sein soll. Dann haben wir als nächstes noch die BLND-Funktion. Damit kann man manuell entweder einen Standby-Mode einstellen oder einen Blackout-Mode. Dann haben wir als nächsten Punkt
die Pan-Invertierung. Und dann haben wir noch als nächsten Punkt die Tilt-Invertierung, um halt das Ganze zu invertieren. Dann haben wir noch die LED. Da kann man die LED-Lampe manuell ausschalten, wenn man möchte. Und das ist dazu da, wenn man das Ding umdrehen möchte, dass das Display dann um 180 Grad gedreht wird. Dann hat man hier noch diese FHR5-Anzeige oder S-Anzeige, die zeigt an, wie viel Stunden Betrieb das Ding schon gelaufen hat, wenn man es länger laufen lässt. Und ja. Dann haben wir noch die Reset-Funktion, die halt quasi alle Einstellungen, die man vorgenommen hat, resettet. Sie alle schufen Leben hier im Pott. Skyline vom Revier, hier ist Leben auf den Straßen, Essen, das sind wir. Hier zählt jeder gleichermaßen, hier ist ein Lied, das Herz vom Ruhrgebiet, die Hauptstadt der Kultur, Metropole. Skyline vom Revier, hier ist Leben auf den Straßen, Essen, das sind wir. Hier zählt jeder gleichermaßen, hier Essen liegt, das Herz vom Ruhrgebiet, die Hauptstadt der Kultur, Metropole Ruhr. Ja, das war mein kleiner Test und Check über den American DJ RevoScan. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, könnt natürlich auch gerne eure Kommentare unten posten und wie immer am Ende, practice and enjoy. Check that out.